Ja, wir sind hier in Minden bei der CDU-Zuhörtour der Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei mir ist Ralf Brinkhaus, der Bezirksvorsitzende der CDU in Ostwestfalen-Lippe, Bundestagsfraktionsvize und direkt gewählter Abgeordneter aus dem Kreis Gütersloh. Herr Brinkhaus, ja, das Ziel dieser Tour ist, ein neues Grundsatzprogramm für die CDU zu entwickeln. Warum braucht die CDU ein neues Grundsatzprogramm? Ja, zunächst einmal bin ich sehr glücklich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Minden als ersten Punkt ihrer NRW-Tour zumindest ausgewählt hat. Das heißt also, wir fangen hier an. Es gibt noch ganz viele andere Veranstaltungen, nicht nur diese Veranstaltung. Und das ist der Startpunkt für ein Grundsatzprogramm. Und wir brauchen ein Grundsatzprogramm, weil das Alte einfach zu alt ist. Das heißt also, 2007 gab es das letzte Grundsatzprogramm. Da gab es gerade mal iPhones. Da sind viele, viele Sachen passiert. Da hat noch niemand über autonomes Fahren nachgedacht, aber auch natürlich nicht über Donald Trump und andere Geschichten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Partei sich ganz grundsätzlich mal damit beschäftigt, wie sie sich im 21. Jahrhundert aufstellen möchte. Auffällig heute hier in Minden war, dass Frau Kramp-Karrenbauer besonders viel Applaus bekommen hat, wenn es um innere Sicherheit ging und auch um, in Anführungsstrichen, Härten gegenüber Flüchtlingen. Ist das so die Stimmung an der Basis? Naja, es gab auch sehr viel Beifall für den jungen Mann, der vor 5 Jahren aus Syrien gekommen ist und gesagt hat, er spricht jetzt gut Deutsch und er sprach auch ziemlich gut Deutsch, der CDU-Mitglied geworden ist. Und da zeigt man auch, also, dass eine große Sympathie für diejenigen da ist, die hier hinkommen und die sich anstrengen und die sich versuchen auch tatsächlich zu integrieren. Das Thema Sicherheit ist immer ein Thema, ein großes gefühltes Thema. Das haben wir schon im Landtagswahlkampf gesehen und da werden wir auch liefern müssen. Jetzt ist auch aufgefallen heute, die Leute tun sich immer noch schwer damit, dass jemand von der SPD das Bundesfinanzministerium hat. Nun sind Sie der CDU-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize für Finanzen, der am engsten mit Olaf Scholz zusammenarbeiten muss. Müssen sich Ihre Parteifreunde Sorgen machen um die schwarze Null oder um schlecht finanzierte Haushalte von CDU-Ministerien? Also ich denke mal, Olaf Scholz hat gesagt, er steht zu der schwarzen Null. Das ist im Übrigen auch kein Fetisch, wie das manchmal gesagt wird, sondern eine Frage der Generationengerechtigkeit. Daran werden wir ihn messen. In dem jetzigen Finanzplan, den er vorgelegt hat, im jetzigen Haushalt steht die schwarze Null. Wir haben aber auch noch einige Hausaufgaben vor uns. Das wird alles nicht einfach sein, das zu halten, weil wir natürlich auch neue Ausgabenanforderungen haben, zum Beispiel im Bereich Verteidigung. Da müssen wir noch zusätzliche Mittel erwirtschaften. Alles in allem hat Olaf Scholz sich sicherlich nicht die einfachste Aufgabe im Kabinett ausgesucht. Und wir werden zusammen mit Ihnen daran arbeiten, dass das auch alles gut und vernünftig wird. Vielen Dank, Herr Brinkhaus.